Das Salatul Isha kann bis zum ersten Drittel der Nacht verrichtet werden, beziehungsweise es gibt insgesamt zwei Gebetszeiten, die zwei Gebetsphasen haben. Das wäre einmal das Salat al-Asr und das Salat al-Isha. Und die anderen drei Gebetszeiten bestehen aus einer einzigen Zeitphase. Das al-Asr und das Isha bestehen aus dem sogenannten Waqt al-Darura und dem Waqt al-Ikhtiyar, das heißt der primären Zeit und der sekundären Zeit. Und die primäre Zeit, in dieser Zeitphase ist das Gebet zu verrichten, wird es ohne triftige Gründe darüber hinausgeschoben. Dann handelt es sich um eine illegitime Verzögerung. Das Gebet zählt aber dennoch als Ada, also nicht als nachgeholtes Gebet. Und die primäre Zeit des Salat al-Isha dauert an bis zum ersten Drittel der Nacht. Und dann beginnt die sekundäre Zeit bis zum Salat al-Fajr. Und beim Asr ist es bis, also die primäre Zeit, der sogenannte Waqt al-Ikhtiyar, bis der Schatten eines Objektes doppelt so lang ist wie er selbst, abzüglich des Zenitschattens, wenn es einen gibt. Und dieser dauert dann an bis zum Eintritt des Maghrib.